gerade die Gruppe gewonnen. Voll geil. Hätte ich nie so gedacht, dass wir wirklich so überzeugend die Gruppe gewinnen. Vor allem. Ja, jetzt können wir mal schauen, was drin liegt, was wir für einen Pool haben. Und die Türen stehen offen. Ganz ehrlich, ich bin im Moment gerade ein bisschen sprachlos. Es ist so der Moment, wo man darauf hingearbeitet hat, die ganze Saison. Und dann ist er da. Und es ist einfach unglaublich, dass wir sie jetzt am wichtigsten Turnier eigentlich vom Jahr haben wir sie können schlagen. Das war wirklich ein grosser Effort von unserem ganzen Team. Absolut epic, geiles Spiel gewesen. Wir sind früher schon mit einem Break führen gegangen, haben dann sogar noch ein zweites geholt. Und die Schweden sind zurückgekommen und es ist bis zum Schluss tight gewesen. Wenn du auf ein Universe, auf einen Double Game Point auf 14-14 schreiben, dann weisst du, die haben es verdient dort sein, aber da müssen wir schreiben und das haben wir geschafft. Das Wort, das mir so gerade im Kopf rumschwirrt, ist Frust. Voll der Frust. Einfach der Frust, dass wir jetzt morgen auf Schützenhilfe angewiesen sind. Das ist halt immer sehr unangenehm. Heute Morgen so gut angefangen. Und vielleicht in diesem knappen und aufwühlenden Spiel halt ein bisschen Konzentrationsfähigkeit und ein bisschen Leg Power da liegen. Ich glaube auch, wir haben viel Kraft liegen lassen im Schwedenspiel, wo wir um einen Punkt die Schweden schlagen konnten und sind zu wenig bereit gewesen, um hier nochmal richtig Gas zu geben. Wir haben auch zwei Ausfälle gehabt. Wir müssen vorwärts schauen, wir müssen wieder am Morgen, jetzt schon am Morgen denken, wir müssen morgen nochmal alles geben. Morgen gegen Deutschland. Ein Sieg ist möglich, ein Sieg ist unwahrscheinlich, aber möglich. Und auf das gehen wir voll. Wenn wir Deutschland schlagen, dann sind wir zwischen 1 und 3, je nach Dreiervergleich und sicher auch in den Pre-Quarters. Wenn wir sie nicht schlagen, dann müssen wir auf Österreich hoffen, dass sie gegen Schweden gewinnen.
dann sind wir dritte und haben immer noch eine Chance. Wir haben natürlich beobachtet, so ein bisschen aus dem Augenwinkel, was da im Feld nebendran abgegangen ist. Da waren die Österreicher gegen die Schweden. Das war sozusagen unser Backup-Game. Österreich musste gewinnen. Wir sind sie gar anführen, weil wir gewusst haben, nachdem wir verloren haben gegen Deutschland, dort können wir noch etwas rausholen. Ob es wegen uns war, wissen wir nicht. Aber sie haben gerade dort einen Break gemacht, sind wieder in Führung gegangen, vom 11-11 auf 13-11. Und die erhoffte Führung für uns und haben dann auch das Spiel gewonnen. Gut für uns. La Suède et on a gagné 15-13 et tout le monde est très heureux parce qu'on est en quart de finale des championnats du monde, ce qui est génial. C'était vraiment un peu un match de fou. On a risqué un peu vers la fin du match, ils nous ont mis quelques breaks inattendus et du coup on a quand même réussi à scorer le dernier point et c'est magnifique, c'est trop bien. Ce soir on va se reposer. Passer du temps ensemble avec l'équipe et demain on va aller jouer notre quart de finale des championnats du monde et on est très 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 contentes. Ich denke, es ist wichtig, dass man so etwas feiert. Ich meine, ja, morgen spielen wir gegen die USA. Ich glaube, da dürfen wir uns nicht zu viel erwarten. Ich glaube, das Spiel müssen wir einfach geniessen und so nehmen, wie es kommt. Wir hatten eine riesige Chance. Wir waren noch nie so noch da am Viertelfinale. Ja, wir waren die ganze Zeit dabei. 1,5 Punkte vorne in dem Sinn. Ja, und dann zwei blöde, willig blöde Fehler vor unseren Einzonen. Breaks. Und dann sind wir einen hinten bis zum Schluss. Die verpasste Chance, die schmerzt sehr. Ich denke, verkauft haben wir uns nicht schlecht. Aber es ist halt, es ist einfach eine einmalige Chance, die wir nicht genützt haben.